So, warte. So, da sind wir wieder. Ja, frisch nach der Aufnahme, kurzen Pause. Und wir haben bemerkt, dass wir einen dritten Waffenslot haben. Also, wie ihr seht, ich habe gerade durchgeschalten. Und wir nehmen diese Nebenquest nämlich auch noch auf. Das ist ein alter Drakensberg-Datenspeicher. Nicht, dass ich deine Aktivitäten überwachen würde oder sowas. Finde eine Konsole, mit der du ihn verbinden kannst. Vielleicht erfahren wir was Interessantes. Hab sie sogar hier. Boah, anscheinend hat jemand einen Geheimraum in die Drakensberg gebaut. Er ist auf dieser Karte markiert. Ob den wohl vor uns schon jemand entdeckt hat? Ich lade die Koordinaten auf dein Echo. Okay. Geht's? Gut, Tür. Nur wo ist diese ominöse Tür? Doch. Warte, mich deucht, ich hab nur eine Waffenkiste gesehen. Wo? Muss. Ach nee, das Gegner. War nee, war keine Waffe. Gegner. Gegners. Und wo sind die? Da. Da ist fast einer tot. Wo sind die hin? Da oben ist noch einer. Ist er tot? Laut ja. Minimap ja. Geh mir weiter. Du großer leuchtender Stern. Was? Hat er gerade gesagt. Okay. Ich höre leider deinen Charakter nicht reden. Nee, dein Charakter hat gerade gesagt, ich bin ein großer leuchtender Stern. Echt? Ja. Voll das. Schau mal, jetzt beobachte mal mein. Siehst du die drei Explosionen? Das ist mein Granatenwerfer neuer. Frisst meine Waffe! Genau, stimmt, frisst meine Waffe! Frisst meine Waffe! Jo, wir haben hier nur so einen Waffen getötet. Wo kriegen wir denn so vom Frostschaden her? Ja, ich überlebe auch gerade. Ja, das ist gerade wirklich passiert! Sind irgendwo noch Ja, Gegner? Einer lebt noch. Ah, da drüben. Hab ich. Ja, ich seh's. Hey, der lebt noch. Okay, Wolf hat ihn. Sein doch. Ich höre noch einen, kann das sein? Ne, ich glaube, das war's. Okay, wir müssen hoch. Das war, glaube ich, meine Drohne. Was, deine Drohnen rennen auch? Ja, die hat sich gerade genauso angehört. Okay. Ich glaube, wir müssen aber woanders hin. Ja, keine Ahnung, irgendwo müssen wir hoch. Ich glaube, wir müssen wieder zurück nach hinten dort. Ja, stimmt. Hört man, was ist passiert? Ist da irgendwas Witziges in den Raum? Frag mich nicht. Aber wir werden sehen. Borderlands. Ich gebe Borderlands. Ich sag mal Borderlands. Vertraue ich drauf, dass da irgendein Blödsinn rauskommt. Ja, wir sind gleich da. Bitte ein Wortzitat oder Wortspiel einfügen. Warum fühlst du dich radioaktiv? Was? Was hat er gerade für dir gesagt wieder? Sie mir da irgendwas so ein Wortspiel einfügen. Waffe! Gegner! Nur ja, was für eine schön weiße Waffe. Ah, fuck it! Badass? Ja, mit Eislaser. Da liegt Zeugs. Da liegt die Waffe. Da ist er, das ein Badass. Schon wieder? Was liegt denn da? Ach, scheiße, das war der Raketenwerfer. So. Einer lebt noch. Oder auch nicht? Ich glaube jetzt nicht mehr. Na? Wo ist jetzt hier? Hier müssen wir hin. Hier. Ah, hier. Ich drücke den Knopf.
Stimmidentifikation bitte. Verdammt. Stimmidentifizierung, Captain Sarpedon, fehlgeschlagen. Sarpedon, was? Die hatte früher auf der Drakensberg das Kommando. Wenn du alte Aufnahmen von ihr findest, dann können wir das Schloss vielleicht knacken. Hm. Okay, hier über uns. Warte mal, ich glaube, wir müssen... Über den orangen Schlauch. Warte mal, da hier hinten, schau mal, hier hinten ist auch was unterhalb. Komm mit runter. Ja, warte, ich mach du das da hinten, ich mach das da. Okay. Aber hier komme ich nicht mehr hoch. Ach doch, ich hätte sogar eine Idee. Irgendwo müssen Echos liegen. Liegt anderes Zeug. Liegt ein Granatenmod? Geld? Ich finde mich auch gerade kein Echo. Hm. Ich bin so blöd, dass ich... Wo könnten hier das Echo sein? Also da, wo das eine Ding hier zeigt, ist definitiv nicht, weil da kommen wir nicht hoch. Hey, keine Ahnung, bei mir finde ich ehrlich gesagt auch nichts. Ich komme hoch, ist jetzt so ein Sprungbrett, das ich einmal anschießen muss. Kannst du es anschießen? Ja. Dann schieß jetzt es an. Jetzt bin ich oben. Ja, passt. So, ich bin hier in ein Gebiet, wo sie suchen. Als Captain dieses Schiffes dulde ich keinen Schlendrian. Aber alle sollen wissen, dass bei Lieutenant Hardings Geburtstagsparty keine Anwesenheitspflicht besteht. Obwohl es eine Torte geben wird. Eine köstliche Schokoladentorte. Das wäre alles. Okay, bei mir hat ein Outlaw den... An alle. Unser getroppt. Neues Maskottchen Sarpedon zu nennen, war zwar nett gemeint, verstößt aber gegen die Vorschriften. Lasst euch bitte was anderes einfallen. Das wäre alles. Aber wir brauchen noch ein drittes. Genau. Das muss man mal drauf kommen, dass ich da wieder runterspringen muss. Und nur, dass ein Gegner das droppt, nämlich, verstehst? Ja, sicher. Yes. Ich bin davon ausgegangen, das liegt hier irgendwo. Davon bin ich ausgegangen bei meinem. Und ja, dein seiner Gegner droppt er das? Na? Nein, siehst du nicht, du Adult-Gang. Und wie kommen wir da hoch? Okay. Du brauchst dir das Auskit, ne? Sonst kommst du nicht ganz hoch. Das hab ich bemerkt. Ah, ich bin oben. Hab's. Gegner bei dir? Ja. Badass. Ah, fuck. Wie bist du jetzt da hochgesprungen überhaupt? Ich hab mich auf der anderen Seite hingestellt und bin umgesprungen. Auf der anderen Seite? Das ist dumm, wo du da drauf gesprungen bist. Achso. So. Hast du's? Erstmal, ja. Ja, hier bin ich noch ein Gegner. Ja, passt, mach den mal fertig. Das ist ein Badass. Das ist ein Badass, aber nimm mal auf. Mein Inventar ist voll, da liegen zwei Schilde oben, sehe ich gerade. Blau und grün. Alle was zwar weißes angefangen. Die Sensoren der Drakensberg melden vereinzelte Energiestöße, die anscheinend aus dem Inneren von Elpis stammen. Unsere besten Männer sind an der Sache dran. Aber bis auf Weiteres hat sich die gesamte Besatzung wöchentlich zum Medizincheck einzufinden. Das ist ein Befehl. Klasse! Zurück zu dieser störrischen Tür! Ich mische soundmäßig was zusammen. Gut gemacht. Mal sehen, ob dein Onkel Pickel es drauf hat. Probier mal, ob die Tür jetzt aufgeht. Achtung, ich bin Sarpedon, Captain der Drakensberg. Willkommen, Captain Sarpedon. Ich hab's immer noch drauf. Sarpedons persönliches Logbuch. Der Abschied von der Drakensberg und ihrer Crew fällt schwer. Aber Beförderung ist Beförderung.
Wenn auch, Gott sei Dank, nur für ein Jahr. Ich freue mich auf das Kommando der hiesigen Dalflotte, bin mir aber nicht sicher, ob Captain Rankus soweit ist, dieses Schiff zu kommandieren. Ich habe die meisten meiner Sachen schon auf meinen neuen Kommando-Carrier geschafft, aber mein privates Waffenarsenal muss warten. Du hast ja gesagt, du hast keinen Platz mehr, oder? Ich habe extra was ausgeschmissen. General Higgins versichert, dass mein Führer Sold Britannias erneute Arztkosten decken wird. Sie wird mir furchtbar fehlen. Aber wenn dieser Einsatz vorbei ist, bleibe ich für immer zu Hause. Endlich. Gute Arbeit. Komm zurück, wenn du soweit bist, und liefere die Echos ab. Die könnten ein Vermögen wert sein. Behalte du, was du sonst noch findest. Ich hab, was ich wollte. Okay. Geben wir das mal ab bei ihm, oder? Ja. So, auch das geschafft. Machen wir dann mal die anderen Nebenquests machen. Die schauen wir zum Level ja, zu hoch sind. Links dann noch schnell raus. Da drüben, oder? Ja, und links jetzt rein. So, hier sind Shops, das ist schon mal gut. Ja, die Shops kennen wir. Ja, zum Verkaufen, weil du hast ja auch dein Inventar voll, oder? Genau. Brauchst du einen ziemlich guten Laser? Nö. Eigentlich nicht. Ich gehe schon mal voraus, gell? Mhm. Weil es leichter, wenn Arnold in der Batterie ist. Oh, scheiße, das sind, die Gegner sind schon wieder respawned. Ach nee, oder? Doch, das dürfte an unserer Pause gelegen haben, dass du zu lange gebraucht hast, dass die Gegner wieder respawnen kommen. Ja, natürlich. Wir haben sonst eine Pause gewonnen, ja? Trotzdem. Ich hab nicht lange gebraucht, die 5 Minuten benötigt. Ja, egal. Aber du schaffst das ja. Natürlich, ich bin ein Fracktrap. Der Suren kann doch deine Eiswaffe sein. Nö. Meine ist wirklich eine meiner Lieblingswaffen. Ja. Schnellreise oder? Jetzt sind wir glaube ich schneller, ja. Gehen wir mal in Outland Canyon, dass wir ihm das mal abgeben, oder? Ja. Weil ich glaube, er ist jetzt ja ziemlich schnell an der Schnellreisestation, oder? Oder ich glaube ja, ja. Mir kommt vor. Ich sehe, da war noch geil. Ich glaube, da müssen wir noch mal reisen, kann das sein? Nein, ich glaube nicht. Doch, doch, also das war gar ein eigenes Gebiet, wo wir hergereist sind. Nein, 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 da ist er. Guck. Ah, okay. Dann habe ich mich getäuscht. Das ist er. Willst du abgeben oder soll ich mal? Lass mich mal bitte. Okay. Da haben wir noch eine andere Quest. Ist Schatzsuche dein Ding? Dann könnte heute dein Glückstag sein. Ich glaube, wir sind was ganz Großem auf der Spur. Mir ist ein Echo zugeflogen, in dem es heißt, im Outlands Canyon liegt eine Schatzkarte rum. Könnte heiße Luft sein. Aber ich bin nun mal ein Träumer. Schnapp dir die Schaufel, geh da hin und schau nach, ob du die Karte findest. Okay, nimm die Schaufel mit. Stark! Oh. Ich schicke dir ein paar Koordinaten auf dein Echo. Mach dich auf den Weg. Ich erzähl dir, was du wissen musst. Oh Mann, das wird spitze! So. Finde die Schatzkarte im Müll, das hört sich schon so interessant an. Machen wir mal die Quests mit Instanzen Leber. Mit Wegezapp 2.0, also sprich die für die Laserwaffe, dass wir die überall loswerden. Die Wandler und dann noch irgendwas mit Tierchen. Ja, können wir machen. Ich löse gerade meine Tokens mal wieder ein, ne? Mach das.
Ich versuche mal zum nächsten Quest. Wo müssen wir da hin? Uiuiuiui, da müssen wir das komplette Questgebiet durch. Benji. Okay. Ja. Hühner Tokens. Ne. Ich lauf schon mal vor. Ja. Ich habe nämlich 15 Punkte zu verteilen. 15? Ja. Ach du Scheiße. Was meinst du, schneiden wir uns mal den Weg durch das komplette Gebiet raus, weil das kennen sie die Leute mittlerweile. Oder warte, hier ist eine Schnellreise. Hier ist eine Schnellreisestation. Mal schauen, ob irgendwo schneller. Weil ich würde mir fast ein, dass wir über Tritonfall schneller kommen. Würdest du kurz bitte aus dem Menü rausgehen? Gleich. So, fertig. Ich bilde mir ein, dass wir im zweiten Fall schneller sind. Bist du dir da ganz, ganz sicher? Ja. Ah, hier ist noch eine Quest. Guck. Ich sehe es gerade. Profi-Leckball. Und Gegner. Hey, warum ist der jetzt aber auf Level 15 der Typ? Oh, Raketenwerfer für dich. Du hast ja noch keinen, ne? Nee. Ja. Cool. Nein, ich schon wieder. Ah, fuck. So, hier unten ist noch ein Gegner. Hier unten ist noch ein Gegner, gell? Ja, ich seh ihn. Vergessen die Waffe jetzt ein Ding zu modifizieren. So ist die wo oben die Quest? Die ist oben anscheinend, ja. Ich teste jetzt mal den Revolver aus. Was hast du denn was aussieht? Den blauen da von vorhin? Ja. Ja, geht eigentlich. Ja, der ist halt ziemlich effektiv gegen Schilde. Au. Swing? Nee. Muss helfen. Okay. Okay, der Revolver ist nicht das Beste. Oh fuck. Kriegst du ihn? Nee, ich weiß es nicht. Hoffe ich schon. Komm jetzt da. Was? Jetzt hat er mich weggesprengt von dir. Oh, den Arm kriege ich, danke. Tolles Ding. Oh, Laser. Der lebt immer noch. Das gibt's ja nicht. Versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden? Nur mal hier ist noch ein so Skin. Hier ist noch ein Mondbuggy-Skin, oder den kriegst du dann? Ah. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ah, fuck! Ich bin komplett runtergefallen. Benji, der muss kurz ausharren, ich bin ganz runtergefallen. Ja, der greift mir gerade irgendwie nicht an und stehen einfach nur herum. Okay. Den töte ich mit meiner Waffe, juhu. Sind alle tot. Einer lebt noch.
Jetzt nicht mehr. Okay.